Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich mache wieder ein Blink-Tutorial. Ein Abonnent hat mich angefragt, ob ich das machen könnte. Und ich habe es probiert und ich hoffe, es passt auch so. Es ist ein Wolfsgesicht. Er wollte eigentlich noch ein Bugatti-Logo dahinter haben, aber dafür haben die Ebenen einfach nicht gereicht und deswegen kommt es nur einfach nur das Wolfsgesicht. Okay, als erstes nehmt ihr dieses hier, sozusagen das Fell am Kopf. Macht ihr ein bisschen von der Mitte entfernt und erstmal schwarz. Dann kopiert ihr dieses, fügt es in der zweiten Ebene ein, dreht es um und macht es ungefähr auf dem gleichen Abstand und gleiche Höhe auf der anderen. Was ist? Auf der anderen Seite halt rein. Okay, dann nehmt ihr einen Kreis, zieht ihn ein bisschen so in die Länge. So. Und macht den hier unten ran, dass das dann sozusagen die Schnauze ist. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll jetzt halt, ne? Aber ihr wisst ja, was ich meine. Passt es so? Okay, ich hoffe, so passt es. Dann, obwohl, könnt ihr gleich kopieren. Weil ich sehe gerade, dass hier oben noch ein bisschen fehlt. Dann schiebt es einfach noch ein bisschen nach oben. Jetzt ist natürlich auch jetzt hier oben diese komische Kante weg. Okay, dann als nächstes würde ich mal sagen, die Ohren. Dazu, um Ebenen zu sparen, das habe ich nämlich schon ausprobiert, das hat nicht geklappt, nehmt ihr einfach diese Teile, dreht sie euch hin, macht sie natürlich erstmal schwarz und macht sie hier oben so in die Ecke. Ich weiß gar nicht, ob es bewusst so aussieht, aber macht es einfach so. Dann macht Kopiert den, dreht ihn mit F und haut ihn nochmal hier oben in die Ecke. So. So müsste passen. Gut, dann fange ich schon mal an mit dem Dingsen. Also, das besteht bei mir aus zwei verschiedenen Ebenen. Einmal das Schwarzfell und dahinter das Graue. Davor das Graue. Dann kopiert ihr jede Ebene jetzt nochmal. Also erstmal die. Also kopiert ihr erstmal die erste Ebene, dann die zweite und fügt die jeweils dann immer hintereinander ein. Dann die. Dann die. Oh nee, nicht löschen. So, okay, dann geht ihr an die erste Ebene, die ihr kopiert habt. Klickt drauf, macht die in diesen Grauton. Okay, das wird noch. Auf jeden Fall macht ihr diesen Grauton und ein bisschen kleiner. Also scrollt 1, 2, zweimal runter vielleicht. Dann geht ihr auf die nächste Ebene, macht sie wieder diesen Grauton zweimal runter. Und das wiederholt ihr dann halt bei jeder Ebene, die ihr kopiert habt. Obwohl, hier mache ich nur einmal runter. Werde ich hier bestimmt auch nur einmal runtergehen. Ja. Oh, ich sehe gerade, da hat sich so ein schwarzer Rand gebildet. Jetzt ziehe ich das gleich noch ein bisschen runter. Oh, hier nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Genau, ich ziehe es einfach runter. So, jetzt fällt es auch nicht mehr auf. Okay, dann hat man schon mal so ein bisschen das Grundgerüst. Aber eine Sache, genau, habe ich vergessen, hier in den Ohren muss ja noch so die Ohrmuschel rein, deswegen kopiert ihr diese eben dann einfach nochmal. Die beiden grauen Ohrebenen. Macht sie wieder schwarz und bisschen kleiner. Passt es von der Größe her? Ich nehme mal einfach an. Okay, dann wäre das geschafft. Dann als nächstes, was kommt denn da? Da muss ich wieder gucken, was ich getan habe. Ich habe es nämlich vor 2 Tagen schon mal ausprobiert, aber jetzt muss ich es alles aus dem Gedächtnis wieder hervorrufen, was ich da veranstaltet habe. Ich glaube, ich habe das hier genommen. Das so ein bisschen lang gezogen. So müsste passen. Dann klein gemacht und
Ja, dass es halt so schräg ist. Dann hier in die Mitte. Ich glaube, es dürfte sogar so gewesen sein. Ah, vorher nur schwarz machen. Das dürfte nicht vergessen. Dann diese Ebene wieder kopieren, umdrehen, wieder fast den gleichen Winkel machen, also möglichst den gleichen Winkel und dann daneben einfügen. So, okay. Dann kommt hier so ein dummer Kreis, ne? Zieht ihr euch so ein bisschen ovalförmig hin. Macht den dann natürlich auch wieder ein bisschen kleiner. Könnt ihn ein bisschen schräg machen. Und schwarz. Passt es so? Oh, ich hoffe mal. Dann kopiert ihr den und fügt den. Halt, mal dreht den Winkel wieder ein bisschen und fügt den auf der anderen Seite ein. So. Dann müsst ihr halt wieder kopieren, weil die haben ja noch so. Das Weiße ist ja noch in den Augen. Und die Pupille, genau, so heißt das. Das war hier. Dann macht ihr es erst wieder. Ich mach mal diesen Farbton. So. Oh, jetzt kann ich das hier gar nicht sehen. Warte mal, dann das hier nicht. Ich will ja erstmal das Gelbe sehen, was ich da mache. So ein bisschen kleiner. Das hier auch. Dann kopiert ihr halt diese gelben. Und macht die schwarze und wieder ein bisschen kleiner, so als Pupille halt. Ich hoffe, das passt so. Ja, okay. Dann, was kam jetzt? Genau. Ich glaube, jetzt habe ich beim letzten Mal zuerst diesen Übergang gemacht hier, diese so eine befällte das Nasenbein, genau, so hieß es. Dazu nehmt ihr einfach dieses Stück, macht es ein bisschen kleiner und haut es hier so ran. Ja, vielleicht noch ein bisschen dünner machen. Ich bin ja auch kein Wolf Pro und macht das jetzt mal schwarz. Dann kopiert ihr das und dreht es wieder mit F und fügt es auf der anderen Seite genauso wieder hin. Fail. So. Okay, dann kommt diese ganze Mundregion. Dazu nehmt ihr einfach mal wieder einen Kreis. Macht den ein bisschen kleiner, zieht den meinetwegen so ein bisschen in die Breite. Haut den hier hin. Obwohl, beim letzten Mal hatte ich einen Kreis davor. Warte mal. So, dann geht's ein bisschen so über. Haut ihn dahin. Der soll dann sozusagen der alles halt um den Mund sein. Dann nehmt ihr wieder einen Kreis, der dann die Nase bilden soll. Kleiner. So, dann wird schon mal knapp mit den Ebenen. Ich hoffe, ich habe es alles richtig gemacht, dass es passt. Dann nehmt ihr das als Mundstück so. Macht es so ein bisschen. Fügt es ein. Oh, fail. Was kam dann? Habe ich dann noch so ein Zwischenstück gemacht. Genau. Zwischenstück macht natürlich auch schwarz. Klein. Und zieht es ein bisschen kleiner. Und dann habe ich noch, weil ich noch zwei Ebenen hatte und nicht genau wusste, was ich damit machen sollte, habe ich einfach sowas genommen. Und hier oben so reingemacht, wieder als so ein Fell, das sich ein bisschen abhebt. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr halt. Und beim letzten Mal war ich dann sogar mit meinen Ebenen voll. Ich weiß gar nicht, was jetzt fehlt. Oh, ich weiß, was jetzt fehlt. Genau, jetzt weiß ich wieder, was passiert ist. Dabei habe ich nur noch so ein Fellstückchen gemacht. Das zieht das ein bisschen so in die Länge. So, meinetwegen. Macht es in so einen Winkel halt. 45 Grad, sage ich jetzt einfach mal. Und macht es an die Seite ran. Hey, ich will es breiter haben, so. So, kopiert ihr das. Fügt ihr ein.
Dann dreht ihr das, macht es wieder in so einen Winkel und macht es auf die andere Seite. Okay, und dann kommt es. Dann nehmt ihr einfach hier jetzt noch dieses Teil, macht es hier hin und macht es wieder in der gleichen Farbe. Und zieht es jetzt ein bisschen so. Und hier oben rein. Also ich krieg's hin. Okay, das war's dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es gefällt den Abonnenten auch. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.